Bewilligung immer noch gehabt, aber sie hat keine Substanz mehr. Und da ist der Mann mit seinen tschechischen Klienten Pilze suchen gegangen, die eben die Psilocybe bohemica gesucht. Und er hat dann dieses, was etwa 10 Milligramm Psilocybin entspricht, in der psychedelischen psycholytischen Therapie, wo ich jetzt nicht näher darauf eingehen kann, therapiert, und zwar ähnliche Erfolge wie beim LSD. Also das war praktisch sein Mangel, und er hat das also noch mit Pilzspazieren verknüpft. Das war also Ende der 80er Jahre und Anfang der 90er. Der Mann ist leider im Jahr 2000 gestorben. Er hatte Erfahrungen von hunderten Patienten, und er hatte auch noch ein lustigen Leitspruch, den kann ich ja auch machen. Kennen Sie die Berufskrankheit der Psychiater? Das sagte er sehr gern, das sind die Frauen. Ja. Alles klar. Die Frauen sind die Berufskrankheit des Psychiaters, sagte dieser Mann immer. Ja, wegen dieser therapeutischen Übertragung, die dann zwar vor der Freud immer gewarnt hat, aber die dann doch, dass sich der Patient, die Patientin in den Psychiater verliebt und umgekehrt. Das ist also die Berufskrankheit. Ja, das hat er immer so gesagt. Er hat also eine große Erfahrung gehabt. Ich habe leider kein Bild von ihm hier. Er hat also tausende Patienten mit LSD praktisch therapiert, und das war eine anerkannte Methode in der Tschechei, bis dann die internationalen Restriktionen dann also diese Therapie auch wegmachten. Wobei jetzt wieder eine Renaissance davor steht. Nur ganz kurz mich darauf eingehen, ich habe also auch noch andere Arten gefunden. Das ist eine Wiese in Südafrika, und da haben wir also das war dort gerade ein Buch im Druck 1994, dass es keine halluzinogenen Arten gibt. Das sollte im Mai rauskommen. Wir haben dann im Januar die erste halluzinogene Art gefunden, anlässlich eines Kongresses. Das ist Psilocybe natalensis von der Provinz Natal. Das war ein mittlerer Gehalt an Psilocybin drin, auch Psilocin, und der blaute auch sehr stark. Und die wurden auch so 10, 12 Zentimeter groß. Das waren also verschiedene in der Welt. Das ist jetzt eine Statistik von Paul Stamets. Das sind verschiedene Arten, das ist bloß übersichtlich, steht alles auch in seinem Buch Psilocybe Pilze der Welt drin. Er hat hier also den Gehalt an Psilocybin, an Beocystin und an Psilocin, alles drei aktive Substanzen, zusammengefasst. Und Sie sehen hier also Psilocybe azurescens ist mit Abstand die Pilzart, die den meisten Wirkstoff enthält. Bohemica und Semillans, da kann man sich noch streiten. Ich habe auch andere Werte da gefunden, aber die sind etwa ähnlich. Und dann geht, und Cianescens hat auch mitunter höhere Werte. Das ist jetzt nur eine Richtschnur, wo er verschiedene Publikationen zusammengefasst hat. Ja, das, also es können also unterschiedliche Mengen an Alkaloiden drin sein, und es können auch unterschiedliche Stoffe selbst drin sein, große Menge Psilocin oder dieses Eroginascin. Ich habe auch eine Untersuchung gemacht, indem ich das auf Flüssigkultur gezüchtet habe in den 80er Jahren. Das ist also Psilocybe cubensis, das sieht also schimmelähnlich aus. Es breitet sich allerdings nicht so schnell wie Schimmel aus, sondern langsam. So, und hier ist natürlich die Frage, bildet so ein reines Myzel, wie die Pilze ja generell wachsen, auch schon das Alkaloid? Und es bildete auch schon das Alkaloid. Also hier war Psilocybin auch nachweisbar, allerdings nicht in sehr großen Mengen. So, und das Schöne ist ja, dass solche Kolben manchmal Pilze bilden und manchmal nicht, sodass ich also eine größere Menge untersuchen konnte. Und da konnte ich also nachweisen, wenn also der Prozess der Pilzbildung einsetzt, wie hier auf dieser Kultur, dann gibt es nochmal einen biochemischen Schub, dass auf einmal mehr Alkaloid gebildet wird. Und das ist also interessant. Also die meisten Pilze bilden also weiße Myzelien oder auch schwach gefärbte Myzelien. Die Pilze sind schön bunt, und das ist immer ein Zeichen, das ist ja die sexuelle Form dann, dass auch noch Farbstoffe gebildet werden. Das heißt, im Prozess der Pilzbildung, das sehen Sie ja auch sehr schön, werden auch noch Farbstoffe gebildet. Und im Zuge dieser Biosynthese wird also auch mehr Wirkstoff gebildet. Ne? Und das ist eben, also wenn sich das differenziert, also das ist also, Sie müssen sich das vorstellen, es ist ähnlich wie die Stammzellen. Das, was man bei Menschen immer anstrebt. Zellen, die genau gleich sind, differenzieren dann in unterschiedliche. Da werden also Lamellen gebildet, da werden Sporen gebildet, da wird die Hutfarbe gebildet, die Stiele. Das ist alles eine Differenzierung, wie bei den Stammzellen auch, und bei den Pilzen geht das dann eben spontan.
Und Sie können also zum Beispiel solche Mäzen unter sterilen Bedingungen, ich will mal sagen praktisch, es kann auch mal ein Virus kommen, praktisch unbegrenzt immer ein Stück rausnehmen und wieder woanders auf den Nährboden setzen. Das ist also alles möglich, dass das Mäzen immer weitergeht. Aber ab einem bestimmten Punkt, wenn die Bedingungen stimmen, gibt es also auch Pilzbildung. Das ist in der Natur genauso. Manche Pilze brauchen Licht, der braucht auch Licht. Der Champignon braucht kein Licht. Das ist eben unterschiedlich. Und deshalb gibt es auch die große Vielfalt an Pilzen. Also man rechnet so mit Mitteleuropa allein 5000 Arten. Die wenigsten sind giftig. Oftmals steht bedeutungslos in der Literatur. Das ist nochmal die Psilocybe cubensis hier auf Stroh. Ein einfacher Laborversuch, nach 4 Wochen kamen die. Das ist ein Pilz aus der Natur. Ich glaube, es war in Thailand. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Jedenfalls sehen sich die riesenhaften Abmessungen an, wie groß Psilocybe cubensis werden kann. Das ist im Kolben natürlich nicht so groß, da sind nicht so viele Nährstoffe vorhanden. So. Dann gibt es noch eine weitere Art, die auch in Holland dort im Handel ist. Das ist, wo immer gesagt wird, die Copulandia. Das ist ein Düngerling, das ist ein Paneolus. Und diese Düngerlinge, die gibt es auch in Europa in einigen Arten, die haben auch eine Charakteristik. Manche können Psilocybin bilden, die meisten nicht, aber alle bilden andere Indole. Und zwar das Serotonin, da habe ich jetzt die Formel nicht hier, das ist also in der Fünfstellung substituiert, was im Hirn als Transmitter eine Rolle spielt. Das ist aber nicht so, dass man die Pilze jetzt essen kann und die wirken. Also wo im Pilzen nur Serotonin drin ist, die wirken also nicht, weil also im Magen-Darm-Trakt diese Substanz sofort zersetzt wird. Und die wird also im Hirn selber aus der Aminosäure Tryptophan selbst dort gebildet. Und manche Antidepressiva erhöhen die Bildung des Serotonins oder die Andockstellen und so weiter. Das ist also eine Substanz, die oral überhaupt nicht wirkt. Ja. Kommt aber in Düngerlingen vor. Und interessant ist, die Düngerlinge, die Psilocybin enthalten, wie dieser hier, enthalten zusätzlich noch das Serotonin. Das heißt, als Chemiker, wenn man das analysieren will, da sieht man wirklich ein buntes Gemisch an verschiedenen Indolen. Und es ist mitunter gar nicht so einfach, zum Beispiel das Psilocin abzutrennen. Und jemand hat also 1969 eine große Untersuchung gemacht und da war in fast jedem Düngerling Psilocin drin. Nachprüfungen ergaben, das war kein Psilocin, sondern das war das Serotonin. Ja. Er hat das also verkannt. Das gab ähnliche Farbreaktionen, das gab ähnliche chromatographische Auftrennung. So. Ich möchte mich jetzt noch ein bisschen zum Abschluss kommen, dass man ein paar Fragen stellen kann. Es ist ja immer ein Problem, was sich die Leute sagen, wieso haben die Holländer nur nicht die Frischpilze im Handel dort und wieso bei uns nicht und sowas. Die Drogenpolitik ist ein endloses Thema. Grundlage war diese Studie hier, dass die dort im Handel sind, also psychoaktive Pflanzen und Pilzprodukte. Ich habe hier auch ein paar Beiträge dazu geleistet, speziell beim Pilzen als Sachverständiger, die dann drin zitiert worden ist. Und es kam bei dieser Studie eindeutig heraus, dass es eben keine Suchtmittel sind, das war vorher schon bestätigt. Das sind experimentelle Drogen, die mehrmals verwendet werden, die liefern keine Euphorie chronisch und sind auch akut äußerst wenig toxisch, sodass das wieder aufgegeben wird. Und das ist einfach eine, möchte man sagen, belanglose Kuriosität und wird auch niemals eine Massendroge werden. Das war eigentlich die Grundlage. Dann ist diese Kamm-Studie abgeleitet, dann gab es einen Spruch vom höchsten Gericht. Und ich kann nur sagen, aus politischen Gründen ist es eigentlich so, dass die Frischpilze dort im Handel sind, die Trocknen verboten. Denn bei der Trocknung dieser beiden Arten, Psilocybe cubensis und Paneolus cyanescens, also die Copulandia, ist es also so, dass das Hauptpsilocin und die Pilze bilden meist Psilocin, bei der Trocknung schon weggeht. Das heißt, wird ein Trockenpilz aufgenommen, dann muss der Magen noch extrahiert werden. Haben Sie eine heiße Suppe von einem Frischpilz, dann schießt er sofort ab und kann eher noch gefährlicher werden. Und deshalb ist es eigentlich als haltbare Handelsform aus politischen Gründen dort verboten und nicht aus pharmakologischen Gründen, die Trockenpilze und die Frischpilze. So, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bringe die 3 Dias, die noch übrig sind, nicht mehr. Die Zeit ist auch fortgeschritten, da können wir noch ein paar Minuten Fragen stellen. Danke für die Aufmerksamkeit.